Hallo und herzlich willkommen zu Falten mit Yvonne. Heute zeige ich euch, wie ihr ein 3D-Herz aus Geld faltet. Hierfür benötigt ihr einen 10-Euro-Schein und einen Kugelschreiber. Falte die untere rechte Ecke zur oberen Kante hin. Falte nun diesen Teil des Scheines über diese Kante nach rechts. Öffne beide Faltungen wieder. Lege nun den linken Teil des Scheines auf den rechten. Falte dieses überstehende Stück über die Kante nach innen. Falte nun die obere Kante zur unteren. Falte die linke untere Ecke zur oberen Kante hin. Falte auch die untere rechte Spitze zur oberen Kante hin. Drehe deinen Schein einmal um. Falte nun diese Spitze zur Kante nach außen. Auch diese Spitze faltest du nach außen. Öffne diese beiden Faltungen wieder. Falte nun diese Spitze nach innen. Falte auch diese Spitze nach innen. Falte dein Dreieck wieder zurück. Stecke dein Dreieck nun in diese Tasche. Wiederhole diesen Schritt auch auf dieser Seite. Nimm nun deinen Kugelschreiber. Nimm ihn auseinander. Öffne dein Dreieck an dieser Stelle. Fahre mit dem dünnen Teil deines Stiftes hinein. Dadurch erhältst du ein 3D-Herz. Drücke deinen Schein hier noch etwas ein, sodass eine Herzform entsteht. Wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest, dann tätige deinen nächsten Amazon-Einkauf bitte über meinen Partnerlink in der Videobeschreibung. Du bezahlst dann den gleichen günstigen Preis wie immer und ich bekomme eine kleine Provision. Vielen Dank schon mal. Und wenn du über neue Videos von mir informiert werden möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal bei Falten mit Yvonne.